Ein abartiges Hallo, Leute. Ich laufe hier gerade längs einer Nebenbahn wie aus dem Bilderbuch. Ihr seht, es sind sogar noch Lokalbahntelegrafenmasten da. Es handelt sich um die Strecke Neustadt-Aisch-Steinach über Bad Windsheim. Ich befinde mich hier gerade unweit des Haltepunkts Ottenhofen-Bergel und da hinten kommt so eine Krachmaschine jetzt da oben. Egal. In der Ferne führt die zweigleisige Strecke Richtung Ansbach vorbei. Der Ort da hinten heißt Marktbergel und dort habe ich mich jetzt mit dem Vorsitzenden des örtlichen Modellbahnvereins, das ist eigentlich hier für die ganze Region der Modellbahnverein, getroffen. Ja, und wir sind uns jetzt umhin gekommen, dass wir die Anlage noch nicht zeigen. Die ist noch in relativ frühem Stadium. Das kriegt ihr dann mal irgendwann später zu sehen. Und der Hubschrauber kommt schon wieder zurück. Ey, was ist das hier? Das ist krank. Ich warte jetzt mal, bis ein Zug kommt. Überbrücken wir mal die Zeit mit einigen Eindrücken des letzten Events in der Karte. Viel Spaß! Mein Gott! Was ist das hier, ey? Die ganze Zeit. Ein abartiges Hallo hier mal wieder aus der Karte und zwar beim Bäume basteln. Das ist mal ein Thema, das wir bisher noch gar nicht hatten. Und das schaut doch schon abartig kreativ und knorrig aus hier. Ja, der kriegt jetzt gerade einen Nagel, dass er später auch steht. Sehr weit ausladend hier beim Robert. Hier macht Teamwork, das ist ganz schön, also schon beim Drehen und jetzt eben beim Fertigmachen der Rohlinge. Zwischenzeitlich kam nun unsere Rindenpaste hier über alles drüber, ein Geheimrezept. Natürlich habe ich die Zusammensetzung erklärt. Da siehst du jetzt, wie knorrig das insgesamt aussieht und der Lothar, er streicht seinen noch ein. Ja, so wird aus Draht vermeintlich Holz. Hier bei der Christiane, das wird ein Kunstwerk. Ein Matthias sind sie schon eingestrichen. Oder auch diese Platanen vom Bodenseeufer. Und der Robert ist noch dabei. Ja, da kann es noch ein bisschen mutiger werden, ein bisschen dicker. Vor allem im Stamm, dass das dann Sinn macht. Jetzt kommt hier diese geniale Watte von Manfred Grünig drauf. Das soll nur so ein bisschen so ein Hauch sein. Mehr nicht, man muss durchgucken können. Ja, perfekt. Und da kommt dann das Laub selbst drauf. Sehr schön. Das ja. Die Gefahr ist eher, dass man es zu dicht macht. Also lieber nicht zu dicht. Immer mal wieder innehalten und gucken. Also da kann schon noch was drauf. Dass ich, noch ich zitter. Ja, ja, das erste Mal ist immer so ein bisschen mit Nervenschlackern verbunden. Ja. Ja, ja, klar. Ja, und hier ist der ganze Wald schon. Guck mal. Die Bäume sind jetzt soweit fertig. Jetzt haben wir noch geschwind das Prinzip der Nadelbäume angeschnitten. Aber das hat jetzt nicht mehr gereicht. Dafür umso mehr Laubbäume. Ja, und ich denke mal, die sind alle wirklich krass geworden hier. Für ein Erstlingswerk unglaublich, ja. Das muss dann auf der Anlage natürlich noch seinen speziellen Platz finden. Ja, und hier beim Lothar, da ist auch ein Nadelbaum im Rohbau. Aber ich habe zumindest gesagt, wie er zu Ende gebaut werden kann, aber der Arm ist da. Fast zu viel für einen Tag. In Zukunft machen wir einen Tag Laubbaum und einen Tag Nadelbaum. Das wäre cool. Ja. 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 Und hier kommt alles in den Korb. Das ist ja perfekt, dass nichts passiert. Ja. Ja. Hebt das mit dem Styrodur? Ja, ich denke schon. Ja, ja. Und der Tannenbaum, der wurde zumindest mal gezeigt hier mit Weihnachten. Ja, nee, das ist doch gut. Hier die Christiane, die hat aus dem Mülleimer, zeig's mal in die Kamera, aus den Abfällen noch geschwind was zusammengedrillt. Ja? Ja, Prinzip verstanden, so muss sein. Ja. Mit den Eindrücken dieses Workshops ist es das jetzt gewesen. Ich hatte leider vergessen, eine Abmoderation zu machen, deswegen hole ich das jetzt nach. Ach, guck, da kommt ein Zug. Das sieht aus wie ein 642.
dass mir die Brühe so runterläuft und ich nicht richtig gucken kann. Sorry, aber das ist einfach dieser Heuschnupfen und die grelle Sonne jetzt auch. Vor vielen Jahren war ich hier im Winter. Diese Strecke war so ein bisschen die Inspiration für meine Liebe zu bayerischen Nebenbahnen. Diese Markierungen aus Draht bedeuten in dem Fall Sprechleitung, also S, und finden sich an jedem zweiten Mast. Guck, und dieser hier hat sogar einen Blitzableiter drauf. Aber so einen habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen, eine sogenannte Banane. Irgendwie fühle ich mich gerade total in der Zeit zurückversetzt. Die Banane am Himmel und hier die alte Strecke. Guck mal, diese ISOs haben sogar eine grüne Bauchbinde und der Mast ist extra nochmal angeseilt. Alles schön verzurrt und verspannt, und zwar auf beiden Seiten. Und schon wieder ein Hubschrauber. Und guck mal hier diese Brücke an. Da fehlt nur noch eine 64 mit Plattformwagen. Ist das nicht inspirativ, Leute? Schöne Bäume wie bei uns im Workshop. Und darunter ein gemütlicher Bach. Diese hohen Kilometersteine sieht man wirklich nur noch extrem selten. Also so viele Inspirationen, mal abgesehen von den nagelneuen Betonschwellen auf diesem Abschnitt. Alles noch immer beim Alten hier. Und her grüßt der Fernmeldeturm Burg Bernheim. Tja, doch keine 64. Dir mal diese Senke an, ist das nicht inspirativ? Und schon wieder ein Hubschrauber. Wie aus alter Zeit, zwei Bananen, also was da los ist, würde mich echt mal interessieren, das ist doch nicht mehr normal. Und Bananen am Himmel. Also heute fühle ich mich wirklich in meine Kindheit zurückversetzt, als die Amerikaner hier noch Manöver veranstaltet haben. Also es ist so ein bisschen furchteinflößend. Dieser Sender hier gehört zur Frankenhöhe. Auch der Modelleisenbahnclub in Marktbergl trägt diesen Namen. Inzwischen hat der Wind übelst aufgefrischt. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt noch. Thank you.
Und zum Abschluss wieder schöne Bäume. Wegen des Windes habe ich mich jetzt hier ins Auto zurückgezogen, dass man mich überhaupt noch versteht. Ist das nicht ein süßer bayerischer Zuckerwürfel? Der ehemalige Bahnhof, jetzige Haltepunkt Ottenhofen-Bergel. Das war's nun jedenfalls mit diesem kleinen Video, welches nun durch die vielen Hubschrauber und Bananen noch eine völlig ungeahnte Wendung genommen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte eure positive Bewertung da. Gebt doch bitte sehr gerne ein Motivationssignal. Und Leute, abonnieren und die Glocke aktivieren nicht vergessen, weil nur so werdet ihr immer direkt über neue Erscheinungen auf diesem Kanal benachrichtigt. Haut rein, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Herzlichst, euer Kunstmichi. Ciao. Gebt doch bitte ein Motivationssignal, wenn ihr könnt, und unterstützt auf diese Weise meinen Kanal. Ihr müsst auch mal sehen, dass man bei jedem Video wirklich stundenlang sitzt und schneidet. Und das sollte sich irgendwie tragen. Noch ein Halt in Burg Bernheim. Hier gibt es sogar noch Masten mit Traversen.